Herzlich willkommen in der Akademie für Menschliche Medizin. Anlass für das heutige Video sind einige Spitzengedanken zum Thema Demenz. Die Demenz ist immer wieder in der Presse und fast jeder hat in seiner Nachbarschaft, in seiner Umgebung jemanden, der dement ist. Und das Problem ist sehr groß, das soziale Problem, das persönliche Problem ist sehr groß und wird noch vergrößert dadurch, dass die Schulmedizin nicht damit umgehen kann. Das heißt, die Demenz gilt als nicht vermeidbar, sie gilt als unheilbar. Das heißt, sie ist ein Schicksalsschlag. Und diese Botschaft ist falsch. Und das möchte ich mit den nachfolgenden Ausführungen, meinen Spitzengedanken, einfach untermauern und Ihnen einige Hinweise geben, wo Sie mehr über dieses Phänomen erfahren können, wo Sie schlau machen können, damit Sie mit diesem Problem anders umgehen können. Das, was für die Demenz gilt, gilt praktisch für alle Geisteskrankheiten. Wir mussten einsehen oder durften lernen, dass die Geisteskrankheiten keine Erkrankungen des Geistes sind. Nicht der Geist ist krank, sondern das Gehirn ist krank. Die Gehirnzellen sind krank. Und da diese Gehirnzellen bestimmte Aufgaben haben, die sie dann nicht mehr erfüllen können, werden sie symptomatisch. So wie eine Leber symptomatisch wird, wenn sie nicht mehr ihre Aufgaben erfüllt oder das Herz seine Aufgaben nicht erfüllt oder. Nur das Gehirn hat andere Aufgaben als Leber und Herz und hat dann eben auch andere Symptome, wenn es krank ist. Und das sind eben dann die Geisteskrankheiten. Ganz egal, ob es jetzt um die Depression geht oder die Demenz geht oder ob es um die Epilepsie geht. Immer sind die Gehirnzellen krank und nicht der Geist. Also muss ich mich um die Gehirnzellen kümmern, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Und dann habe ich eine hohe Chance, dass ich diesen Prozess beeinflussen kann. So wie in allen anderen Erkrankungen auch. Dabei gilt natürlich der Grundsatz, Vorbeugen ist besser als Heilen. Und gerade was die Vorbeugung angeht, gibt es inzwischen gute Literatur in den wissenschaftlichen Datenbanken, nicht in der Mainstream-Medizin, sondern in den wissenschaftlichen Datenbanken, was wir tun können und was wir tun sollten. Die Akademie hat dazu einen eigenen Kongress veranstaltet. 2 Tage lang haben sie Experten die Türklinken in die Hand gegeben und die wichtigsten Dinge zusammengetragen. Diese Informationen sind frei verfügbar auf der Webseite der HMM. Ab und zu werden wir sie auch ausstrahlen. Sie sind aber doch als dauerhaft, als Video verfügbar. Und wir haben noch ein weiteres getan. Wir haben eine Plattform für die Demenz gebildet, die heißt Kompetenz statt Demenz. Wenn Sie eine Gesundheitskompetenz haben, werden Sie kein Opfer der Demenz werden. Niemand kann das garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, wenn Sie sich an diese Vorgaben halten, die im Übrigen allgemeine Lebensstil-Dinge sind und keine Sachen, die man irgendwie nicht erfüllen kann. Damit Sie sich etwas leichter tun, diese Dinge umzusetzen oder einzusteigen in die persönliche Problematik, haben wir einen Fragebogen entwickelt mit 25 Fragen zu Ihrem persönlichen Lebensstil. Und wenn Sie den ausfüllen, bekommen Sie online eine entsprechende Information zu dem, was Sie machen können oder machen sollten, wie Sie Ihre Potenziale, die Sie haben, entfalten können. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.